Blauen sind dafür da, dass man nicht schreit! Ja. Stimmt, die Folge kenne ich sogar. Das ist eine der älteren. Ich weiß jetzt, das müsste Staffel 9 sein. Okay. Zählt für mich zu den älteren. Ja, ist Staffel 9. Weil das ist in der Folge, wo Apu und Manjula heiraten. Das ist in Staffel 9. Aha. Ja. Krass, dass du das alles so auswendig weißt. Naja, gut. Ich hab's oft genug gesehen. Ja, du guckst das ja rauf und runter, deine Simpsons. Eben. Du bist richtig Simpsons verrückt. Ich mag sie halt einfach. So, wo ist... Ach, jetzt habe ich wieder das Problem. Ich habe gemeint, ich kann ihn jetzt ein bisschen betatschen mit der zweiten Wii-Fernbedienung, aber meine Wii-Fernbedienung hat in letzter Zeit irgendwie, ja, die Meinung, dass sie sich nicht anmelden muss. Okay. Geil, ey. Ist okay. Hat die Meinung. Meinst du, hat deine Fernbedienung Gefühle, ja? Wir können gerne mal dafür sorgen, dass du keine Gefühle mehr hast, wie Fernbedienung. Ich hatte das Problem auch mal, da musste ich den ganzen Quatsch komplett resetten. Und komplett irgendwie neu anmelden, so mit irgendwelche rote Knöpfe auf der Wii drücken und so ein Quatsch, glaube ich. Den Synchronisationskopf, ja, Knopf habe ich gemacht, aber funktioniert bei der Fernbedienung irgendwie nicht. Oh. Irgendwie, ich keine Ahnung, die spinnt voll rum. Das ist sehr anstrengend. Das ist wahrscheinlich die, die ich mal in den Let's Play gegen die Wand geworfen habe. Vermutlich. Nehme ich mal sehr stark an, weil die nicht so ganz so gut funktioniert. Jetzt ist sie beleidigt. So. Ja, soll es halt beleidigt sein. Jo. Dann soll sie halt beleidigt sein. So, gehen wir mal in die Schneiderei. Vielleicht verkaufen die was Tolles. Ich glaube nicht. Nee, das ist auch nichts Neues. Nee, die verkaufen nichts Neues. Ich meine, vielleicht verkaufen sie ja mal was Neues, aber nein. Tun sie nicht. Ich habe das Gefühl, die verkaufen nie was Neues. Ja, es gibt ja Shop-Level. Und je nachdem, was für ein Shop-Level du hast, verkaufen sie unterschiedliche Sachen. Aber wenn du eben auf dem maximalen Shop-Level bist, dann verkaufen sie halt nichts mehr. Nichts Neues mehr. Ja. Hey, da war Kappa. Ich habe Kappa gesehen. So, jetzt laufe ich schnell heim. Will ein paar Sachen ablegen und dann gehe ich eigentlich in die Mine. Weil, naja, was habe ich zu tun, wenn es regnet, außer gar nichts. Stimmt. Ich könnte eigentlich auf die Tukan-Insel und angeln. Ist auch eine Möglichkeit. Oh, ich bin für Mine. Du bist für Mine? Ja. Gut, dann gehen wir angeln. Nein! Ich werde gemobbt. Ich finde Angeln in dem Spiel so langweilig. Dann gehen wir jetzt erst recht angeln. Selten so gelacht. Oh, ich musste mir gerade was verkneifen. Ab und zu ist es besser, wenn man sich was verkneift, dann bleibt die Hose trocken. Ja, das sowieso. Das kriege ich gerade noch so hin. Ah, gerade noch so, okay. Ja, ganz knapp. Okay. Manchmal wird es schon echt eng. Aber du meinst sozusagen mit viel Willen, dann geht das schon. Ja. Ab und zu schon schwer, aber ja. Mit viel Training. Das hast du trainiert. Ja. Okay. Oh mein Gott. Was für eine Scheiße hier gelabert wird. Du hast gerade gesagt, dass du das trainiert hast. Ja. So.
Einmal das und dann kann das so rüber und ich will einfach ein bisschen Platz haben. Und so, Alter, habe ich viel Samen. Habe ich viel Saatgut. Genau. Oh, hast du viel Samen. Oh. Deswegen habe ich es gerade noch umgeändert in Saatgut. Mm, ist richtig. So. Ach Gott, ich liebe diese Musik. Ich liebe diese Musik. Eigentlich sollte ich ja, eigentlich ist es total schlecht, wenn ich bei der Musik, so mitsumme. Wieso? Ganz ach einfach. So, weil sich das verzögert. Ja, weil ich mit der asynchronen Musik mitsumme. Ja, das macht keinen aber Sinn. Aber gut, es wird, na gut, es wird aber auch asynchron aufgenommen. Somit ist eigentlich wieder alles okay, okay. Ja, passt. Alles okay, ich habe nichts gesagt. Nichts gesagt, keiner hat was gesagt, ne? Wenn irgendjemand irgendwelche Probleme hat und sich irgendwie beschweren will, wendet euch an Kaiju. Ey. Hm. Frechheit. Jeder Mensch braucht einen Sündenbock. Und ich laufe einfach mal gegen eine Wand. Ja, das stimmt. Ja, ich wollte kurz ein Schlückchen zu mir nehmen. Wissen Sie denn so? Wenn ich jetzt heute, ich brauche 12.000. Also soll heißen, ich muss heute schon ordentlich Geld machen, aber ich glaube weniger, als ich schaffe heute 12.000 zu machen. Glaube ich jetzt mal weniger. Ja, kann mit der Mine schwierig werden. Aber mit dem Angeln auch. Ja, ja. Das wird so oder so, das kann so oder so schwierig werden. Aber meine Güte, ich muss es ja nicht unbedingt am nächsten Tag haben. Ist ja alles kein Problem. Hm. Ich überlege gerade, womit man... Das meiste Geld machst du immer noch mit dem Saatgut, sage ich jetzt mal. Ja. Und aber gibt's nicht einen Notfallplan? Ja, Notfallplan ist halt dann alles aufheben, was man so findet, weil selbst das auch einiges an Geld bringt. Beim Angeln aber zum Beispiel, wenn du beschissene Fische fängst, einfach aus jedem Fisch Sashimi machen, dann bringt dir jeder Fisch wenigstens schon mal 80. Richtig. Das ist zum Beispiel eine Möglichkeit. Ja. Allerdings, da musst du halt wirklich aufpassen, was du für einen Fisch hernimmst. Wieso? Weil, wenn du jetzt einen zu guten Fisch hernimmst, der aber zu schlecht für das nächsthöhere Sashimi ist, dann hast du mehr, hast du eigentlich Geld verloren. Ja, okay, aber das weiß man ja eigentlich ungefähr. Welche Fische das bringen und welche nicht. Und zur Not guckst du links neben deiner Küche oder rechts neben deiner Küche ins Regal und weiß dann, ob das jetzt ein teurer Fisch ist oder nicht. Ja, du. Aber ich nicht. Geil. Glaubst du nicht, dass ich mir die Arbeit mache? Mann, wo ist dieser scheiß Maulwurf? Also ich mache mir die Arbeit auch nicht, weil ich das nämlich auswendig weiß. Oh, ein Bravo-Drink. Oh, das ist cool. Da habe ich immer die Hoffnung darauf, dass der Frosch, wollte ich schon gerade sagen, dass der Maulwurf einem das triggert. Aber das macht er nicht ganz so oft. Eher selten. Ja, bei mir macht er das irgendwie immer ganz gern, da habe ich immer wieder Glück. Ja, irgendwie schon, ne? Da habe ich echt immer wieder Glück. Insgesamt habe ich in der Mine meistens eigentlich relativ Glück. Aber es gibt halt dann auch wirklich Durchgänge, da frage ich mich, warum zum Geier tue ich mir das überhaupt an? Ja, das ist normal. Ich habe schon Durchgänge gehabt, da habe ich kein einziges Golderz gefunden. Und hab die ganze Zeit nur Kupfer oder Eisen gefunden. Oder Wertloses. Oh, das ist anstrengend.
Dann hatte ich allerdings wiederum Durchgänge, da habe ich dann 20 Golderz gefunden. Oh nein, Dunkelgas. Da habe ich dann 20 Golderz gefunden. Und dann noch irgendwie 5 seltene. Ja, das hey, die Treppe. Das ist geil. Also, ab und zu habe ich halt dann auch mal Glück. Ich hatte auch schon Durchgänge, da hatte ich mehr als nur 5 seltenes Erz. Ja, ab und zu hat man halt dann mal das Mega-Glück, sag ich jetzt mal. Ab und zu klappt's halt. Das stimmt. So. Dille. Ebene 14, also ich könnte jetzt langsam aber sicher mal... Scheiß Giftgas. Ich könnte jetzt langsam aber sicher mal anfangen, ein bisschen was abzubauen. Vor allem, weil ja auf Ebene 20 schon die heiße Quelle kommt. Ja, dann solltest du jetzt langsam. Deswegen, jetzt will ich langsam mal anfangen. Ganz gemütlich. Bisschen was abbauen. Perle. Sag mal, hast du, kann es sein, dass du, über was schaust du jetzt gerade mit? Über dein Handy, oder? Ja. Hast du auf Lautsprecher, kann das sein? Nein. Hm. Wieso? Weil ich mich doppelt höre. Was? Ja. Ich höre mich von deinem Handy aus. Das kann ich angehen. Ich habe doch Headset. Ist aber so. Naja, vielleicht findet dein Handy mich einfach so geil, dass es mich trotzdem zweimal überträgt. Vielleicht ist doch einfach nur dein Kabel kaputt. Ja. Glaube ich sogar eher fast. Wobei, hat das Kabel was mit deiner Stimme zu tun? Eigentlich nicht, aber du musst ja bedenken, dass er das Kabel, dass ich über das Kabel alles höre und, vielleicht hat das Kabel irgendeinen dummen Wackelkontakt und, ja, keine Ahnung. Hm, merkwürdig. Hoffen wir mal, dass es im Let's Play nicht rüberkommt mit dem, Nee, das nicht. Das nicht, das ist rein, jetzt hat, Ah, Chaosgas! Das ist rein vom Hören her. Okay. Und hier soll jetzt auch noch irgendwo ein Maulwurf sein. Jetzt muss ich den Nunchuk umdrehen und meine Special-Taktik hier benutzen. Ich drehe dann immer den Nunchuk einfach um, weißt du? Ich mach das auch immer. Funktioniert eigentlich ganz gut. Ja, finde ich auch. Liegt relativ scheiße in der Hand, aber... Hey, da ist er. Aber es ist irgendwie trotzdem noch besser. Hey, schon wieder ein Bravo-Drink. Nee. Ja? Ey, das ist ja krass. Ich glaube, das hatte ich noch nie. Zweimal hintereinander. Bist du bescheuert? Das ist Standard. Was? Ich krieg das Hammer selten. Überhaupt ein Bravo-Drink. Und dann das kommst ist Standard du, bei mir. Dann kommst du daher und kriegst einen zweiten Bravo-Drink. Ey, ich glaube, das hackt. Ich sag's mal so, ich habe die ganzen, alle Bravo-Drinks. Oh. Ich habe so viel, ich habe viele Bravo-Drinks. Rote Edelsteine sind hammer selten. Echt? Ja. Rote Edelsteine krieg ich hammer selten. Sind aber nicht irgendwie seltener als die anderen. Doch, bei mir schon. Ich habe viel weniger rote Edelsteine als alles andere. Sollen wir ein paar rote mal abbauen für dich? Ja, für einen Rubin. Habe ich, glaube ich, so... Habe ich den verkauft? Ich weiß jetzt gar nicht. Ich hatte schon mehrere Rubine. Ich weiß nicht, ob ich die schon wieder verkauft habe. Ich glaube, einen Lapislazuli müsste ich haben und einen Saphir müsste ich noch haben. Weil ich einen Saphir liebe. Oh ja, Saphire sind auch toll. Mhm. Saphire sind was ganz was Tolles. Wunderschöne Edelsteine. Oh mein Gott. Bist du noch da? Ja. Es hat einmal kurz gehakt. Ich habe ein bisschen Angst, dass Frapp sich aufgehangen hat. Wie, es hat gehakt? Ja, einmal kurz das Spiel. Mach mich jetzt nicht schwach, Caillou. Ja, doch. Caillou, muss ich jetzt nachschauen. Ja, musst du besser. Ah. Mach mich doch nicht schwach. Guckst du gerade? Gleich.
Erstmal baden, ne? Erstmal eine Erfrischung, bevor du gucken gehst. Ja. Okay, Leute, kleiner Schnitt, ich guck mal nach. Okidoki, da sind wir schon wieder. Ja, alles in Ordnung. Nichts irgendwie kaputt oder sowas. Okay. Alles in bester Ordnung. Wir hatten da ja mit Super Mario Sunshine so ein Problem. Seitdem bin ich geheilt irgendwie, was nicht funktionieren angeht und so. Du bist geheilt? Mhm. Wieso geheilt? Ach so, kennst du den Schnack nicht? Ach nee, Schnack kennst du ja auch nicht. Oh Gott. Das kommt davon, wenn ein Bayer mit einer Nordfriesin, also einer Schleswig-Holsteinerin, ja, Let's Play. Wir sprechen unterschiedliche Sprachen. Ja, wir sprechen komplett unterschiedliche Sprachen. Es würde einfach reichen, wenn du Deutsch mit mir redest. Ja. Ich im Gegensatz zu dir spreche wenigstens Hochdeutsch, ja? Hey! Was willst du jetzt damit sagen? Ja, ja, ja. Ich hab gesagt Deutsch! Ja, Deutsch ist Hochdeutsch. Ich hab gesagt Deutsch! Ich kann perfektes Hochdeutsch, wenn ich das gerne möchte. Du kannst Gorka-Deutsch! Jetzt kommst du mit deinem Bayern-Quatsch an. Das ist Deutsch! Das ist kein Deutsch. Das ist Deutsch! Das ist Bayerisch. Bayerisch, das ist gar Bayerisch, das ist Deutsch. Das ist Deutsch. Nee, du bist auch gleich Deutsch. Du hast einfach nur keine Ahnung. Grüner Edelstein, schön. Was machst du da eigentlich die ganze Zeit? Ich? Oh, hört man ja das? Oh, sorry. Ja, das hört man schon die ganze Zeit. Ich wühle hier so rum. Ja, das höre ich schon die ganze Zeit. Oh, sorry. Weißt du, ich im Gegensatz zu dir liege total bequem im Bett und, ja, gucke Let's und Play. Und ich sitze hier ganz gemütlich auf meiner Couch. Ach ja, stimmt. Wo ist jetzt das Problem? Ha, eigentlich. Du liegst gemütlich im Bett, ich sitze gemütlich auf der Couch. Quietsch. Ah, du sollst doch aufladen. Laut auf, mach ihn kaputt. Ich glaube, es war zu spät. Voll ja, es war die zu spät. Panik. Das Problem ist, wenn ich im Bett liege, kann ich nie still liegen bleiben. Ich muss immer rumwühlen. Ja, ich werde aber sehr verbunden, wenn du dieses Rumwühlen ein bisschen ja reduzieren könntest. Ja, okay, ich versuch's. Weil es ein sehr, sehr nerviges Störsignal ist, das ich in der Aufnahme habe. Okay. Das wäre, da wäre ich dir sehr zu Dank verpflichtet. Nein! Er ist schon wieder weg! Ich finde das so geil, ey. Oh, das ist herrlich. Das passiert mir übrigens auch ständig mit diesem scheiß Maulwurf. Oh, ein grüner Edelstein. So. Na, wo kommst du raus? Na, sage mal. Der kann sich nicht entscheiden. Traut sich nicht. Weil er weiß, dass ich ihn zerstören werde. Oh oh. Da bist du! Stirb! Und ein Pilz. Schön. Habe ich auch gerne. So, oh, ein lila Edelstein. Das ist auch schön. Das ist auch schön. Da kann, glaube ich, ein Spinell draus werden, wenn ich mich nicht irre. Ja, jetzt hat er aber. Oh, zwei lila und ein grüner. Und unwichtiges Silbererz. Kannst du gut verkaufen. Hey, schon wieder ein lila Farbener. So. Es hatte fast die gleiche Farbe wie dein Bandana. Und ein grüner und ein lila. Ja, aber das Bandana ist halt blau. So ein dunkles Blau, ja. Ist ein schönes Blau. Hey, wenn man vom Teufel spricht, da haben wir einen blauen Edelstein.
Na, sage mal. Mag dazu nichts mehr kommen? Hm. Mhm. Sowas aber auch.